Das ist ein geniales Orchester, das ist mein Kindheitstraum. Ich war in diesen Konzerten schon als, wie gesagt, als 7-, 8-, 9-, 10-Jähriger eben. Und habe dann auch später immer wieder Konzerte besucht. Und es war mein Riesentraum gewesen, mal mit diesem Orchester zusammen zu spielen. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Also das ist schon was Unglaubliches für mich jetzt. Das ist ja eine Partnerschaft, die man da zusammen hat in Form eines Klavierkonzertes. Manchmal auch ein bisschen ein Wettstreit. Wobei das eher bei Beethoven der Fall ist, bei Mozart ist es wirklich eher eine Partnerschaft eigentlich. Und klar, man hat wahnsinnigen Respekt, weil dieses Orchester voll ist von super Musikern. Und das ist eine riesige Ehre, mit so vielen von denen auch noch zusammen zu spielen, natürlich in Form eines Klavierkonzertes. Deswegen, das ist für mich eher eine tolle Sache, dass da so viel auch erfahrene Leute drin sitzen eben. Pablo Jervi ist ja wirklich einer der Größten. Und wie gesagt, ich habe ja meine ganze Kindheit und Jugend, besonders die Jugend, dann seine Konzerte eben verfolgt. Und das ist unglaublich, dass ich jetzt mit ihm zusammenspielen darf. Das ist wirklich toll.